Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Und wir spielen Brothers, A Tale of Two Sons. Das ist ein Spiel, das ich schon seit Ewigkeiten auf meinem Steam-Account hatte und noch nie gespielt habe. Und jetzt dachte ich, machen wir doch einfach mal ein Let's Play raus. Das Spiel, ich weiß nicht, worum es geht genau. Ich weiß, dass es um die zwei Brüder geht, mehr nicht. Und ich weiß, dass, dass man diese zwei Brüder gleichzeitig spielt. Und zwar, wie man hier sieht, mit einem Gamepad. Mit dem einen Dings bewegt man den großen Bruder, mit dem anderen den kleinen Bruder und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt. Hier müsste eigentlich alles stimmen, denke ich. Ja, dann hätte ich gesagt, fangen wir doch einfach mal ein neues Spiel an und schauen mal, was uns erwartet. Ich habe nämlich, wie gesagt, keine Ahnung. Neues Spiel. Ich habe es nur einmal kurz anprobiert gehabt. Nur damit ihr wisst, worum es heißt hier mit Fortschritt und so weiter. Wegen Aufnahme. Und aber ansonsten habe ich noch nicht groß gespielt. Das heißt, es ist im Großen und Ganzen blind. Das fängt schon ziemlich tragisch an. Ziemlich tragisch und ziemlich übel. Nayi! Nayi! Da! Ata, Nayi! Ata! So. Und jetzt kann ich die beiden Brüder spielen. Muss mit beiden interagieren und kann jetzt halt, muss quasi mit beiden Dingern laufen. So, bis hierher habe ich es auch gespielt gehabt und weiter noch nicht. Wenn ihr euch fragt, warum ihr die Sprache nicht verstanden habt, die hier gesprochen worden ist, es ist keine richtige Sprache, es ist nur fiktive Sprache. Das heißt, es ist kein Wunder, dass ihr sie nicht verstanden habt. So, dann schauen wir doch mal. Also ab jetzt ist es auf jeden Fall blind. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie sich das Spiel entwickelt. Ich habe es mir auf jeden Fall immer schwer vorgestellt, zwei Leute gleichzeitig mit einem Gamepad zu steuern. So. Wie ihr seht, ich kann hier mit den einen ihn steuern, aber auch gleichzeitig ihn. Das geht wohl nicht. Müssen wir das vielleicht zu zweit machen? Ja, da.
Oder muss es der Große machen? Okay, der Große ist ein bisschen stärker. Ich verstehe. Oh. Atta! 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 Da! Ja, dann nimm doch mal. So, jetzt. Jetzt müssen wir mal hier hoch. So, jetzt müssen wir wohl... ja. Ah ja, ich verstehe. Jetzt kann er so und der Kleine kann nach oben. Ja, das ist noch ein bisschen ungewohnt mit der Steuerung. Vor allem, wenn man gleichzeitig Sachen machen muss. Moment. Muss der Kleine jetzt den Großen irgendwie... Ah, ich verstehe. Ja, es ist auch so ein bisschen rätsellastig, wie es aussieht. Ah, das ist, passt ja. So, und der Kleine auch noch. So. Du nimm und du auch. Und weiter geht's. Das ist wohl der Dorfmediziner. Na, Maldaki, Sabe. Mafi, Sadi, aber ja. Wieder, Wade. Lia. Ada. Tai. Haru, Saiki. Huela, Tarida. Amarak, Vikano. Nagafi, Nagano. Omaru, Kurusabe, Kite. Ontolade, Miyaki, Abade. Naya, Taniro. Akihoe, Nada. Okay. Wir müssen wahrscheinlich Medizin holen. Wie es aussieht. Aber Najia da. Wie es aussieht, ist es wohl auch der Vater. Okay. Dann mal raus. Ja. Okay. Wir müssen wohl da lang. Der große Bruder zeigt ab und zu anscheinend den Weg an, wenn ich da auf Dings klick. Ach da. Moment. Ich vergesse ihn. Oder wenn Hadi? Na, na. Umba! Okay, der wird uns nicht vorbeilassen. Oder wenn Hadi? Nett. Netter Kerl. Atina! Okay. Da kommen wir nicht vorbei. Der Trottel will uns nicht vorbeilassen. Ja, ich verwechsel jedes Mal die zwei Controller, wer zu welcher Figur gehört. Das ist noch relativ schwierig. Na, na, Mafi, ist er da? Ihr da? Na, Mafi, Padi, na! Tabi, Anna, bisayen, nahi, mata, ha? Falila? Aha. Okay, der Kleine hat ein bisschen Probleme mit dem Wasser, aber das wissen wir ja auch schon. Das haben wir ja schon vom Anfang an gesehen gehabt.
Okay. Wir müssen wohl hier lang. Und da kommen wir doch wieder hoch. Sehr schön. Ach nee, nicht der schon wieder. Okay, jetzt hat er uns noch tatsächlich die Tür vor der Nase zugeschlagen. Aber ich glaube, hier kommen wir noch weiter. Aber was für ein angenehmer Zeitbursche das doch ist. Okay. Okay, wie kommen wir da jetzt hoch? Können wir mit zu zweit irgendwie was machen? Okay, das ist jetzt kompliziert. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, wie das funktioniert. Da! Atta! Oh. Der Kleine kommt nicht hoch. Ah. Doch, komm da. Okay. Dann schleichen wir uns doch mal so in das Dorf ein. Okay, und jetzt können wir die Kamera rotieren. Alles klar, dadurch wird es wahrscheinlich jetzt noch komplizierter. Wir kommen, glaube ich. Voilà. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Wir kommen, glaube ich, hier hinten weiter. Ah, wir können auch nicht überall die Kamera. Die Kamera. Drehen. Ja, ja, wir sind doch schon da. Mein Gut, da. Hat der schon wieder? Na, klasse. Da können wir wahrscheinlich auch nichts machen. Nee, geht nicht. Ja. Ja, da kommen wir nicht durch, aber vielleicht kommt da der Kleine durch. Na, wer hat denn Angst vor so einem kleinen Zündchen? Hehehehe. So ist gut. Ah, und er ist jetzt auch schon mittlerweile hier rausgekommen. Wir müssen da lang. Dankeschön.
Dann machen wir das doch mal. Dann folgen wir den Kerl doch mal. Elala! Ja, geschieht ihm doch recht. Sagst du auch was dazu? Mibo da Mibo! Okay. Sehr schön. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder zurück ins Dorf. Ja, da kommen wir nicht durch. Alles klar. Dann, gehen wir mal hier weiter. So, können wir mit denen da interagieren? Mibuda? Ja, ja. Oh. Eine Katze. Ja, das ist schön, dass man so auch so interagieren kann. Oh. Die Katze mag den Kleinen, den Großen nicht. Ach, wie süß. Ja, das ist auch schön, dass man da wirklich so mit vielen Sachen interagieren kann, wo man auch gar nicht interagieren muss mit. Ja. Wir sollen da lang gehen. Hey, oh, Emma. Und wieder einer, der nicht gerne hilft. Emma. Na, schön. Der Kleine, kann der hier helfen? Ja, ich würde sagen, der kann helfen. Der kennt da nix. So. Anna, UNHD? Dankeschön. Klingt leicht genervt. Jetzt will ich gerade mal schauen, gibt es da unten vielleicht noch irgendetwas eigentlich? Weil über die Brücke müssen wir ja durchgehen. Aber nee. Ah, aber wir können uns wieder auf eine Bank setzen und uns diese wunderschöne Gegend mal anschauen. Nun gut. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal über die Brücke. Und da flucht er. Ah, selber schuld. Selber schuld. Und ich würde sagen, damit haben wir einen Abschnitt geschafft. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Und damit würde ich jetzt auch mal sagen, dass wir die erste Folge beenden und in der nächsten weitermachen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.